Nicholson-Galvanisierung. Venus und Jack. There's a statewide APB out on. Jack's okay. He has something up his sleeve. He's not worried about being caught. How do we help? We go after the other side of the equation. Jack has a lesion and its cronies running scared. We go after the doctor and some of the other guys. But the whole department breathing down our necks. It's time for action, Herschel. It's time for change. Jack's crossed the Rubicon and we have to be on the other side. Christ, what was that? Explosion. Something big. You think it's the Reds? You think those Rusky sons of bitches that dropped the H-bomb on us? Calm down, Herschel. We need to be ready for the call. I'm not waiting for an invitation. Get in the car and head for the cloud. KGPL can give us the details on the way. Hallo liebe Spürnasen und willkommen zurück zu L.A. Noir. Genauer gesagt den verlorenen Kapiteln, den Download-Inhalten. Und wir spielen jetzt hier den Fall, die Nicholson-Galvanisierung. Da kriegen wir schon Infos übermittelt. Uiuiui. Ja, wir müssen jetzt zu einer Explosion fahren, die sich irgendwo hier ereignet hat. Und hier sehen wir schon, Mensch, das sieht alles ganz schön mitgenommen aus. Ah, da werden schon die Läden ausgeraubt. Doch Cole Phelps ist zur Stelle. Wir haben Looters um die Ecke. Cut them or put them down. We need to get this area under control. You don't shoot at cops, you little prick. Get that bastard, Cole. Bleiben Sie stehen oder ich schieße. Na gut. Stehen bleiben. Ach, die habe ich gleich im Doppelpack erledigt. Sie haben nicht auf mich gehört. Neues Ziel, Explosionsort untersuchen. Jesus. I'd never seen nothing like this. I wish I could say the same. It's like a bomb's gone off. Jesus Christ. Poor people. We gotta find out what went down. Ja, wir müssen uns jetzt hier bei diesem Explosionsort genauer umschauen. Und da fliegt doch schon weg das nächste Teil in die Luft. Wie konnte das nur passieren? Ja, wir wurden aufgehalten. What in God's name happened here? It wasn't nuclear. If it was, we'd all be dead from the radiation. That's reassuring. What's radiation? Everyone inside the factory was vaporized. Look at the size of that crater. What's going on over there? The mayor's going on television, appealing for calm. Television? We can afford one of those things. Anything to go up? You're looking at the remains of Nicholson electroplating. I have an idea of what might have caused the explosion. But I'm only guessing. Have a look around the rubble, see if you come up with it. Das werden wir tun. Wir werden uns jetzt hier mal genauer umschauen. Worlds turn upside down. And it's time for us to do our jobs. Die Welt steht auf dem Kopf, tatsächlich. War das ein Anschlag der Kommunisten oder vielleicht auch einfach nur eine Explosion? Ich denke, unser Supercop Cole Phelps wird das gemeinsam mit uns herausfinden. Aha, da vorne sind die pulverisierten Leichen offensichtlich. Das schauen wir uns jetzt auch mal genauer direkt an. Übel zugerichtet. Diese Explosion hat Menschenleben gekostet. So will ich nicht enden. Ja, der Ort der Explosion. Dieses Stück von Los Angeles sieht auch äußerst mitgenommen aus. Und der Bürgermeister, der macht schöne Fotos, während wir hier den Fall aufklären. Well, good. Thank you very much, son. I think it went okay. Couple of pickups, sir, but that's to be expected. Nobody's ever done this before. Get better with practice. That maybe goes for each of you. We have bombs. What do you mean? No, Mr. Mayor, you came across as very resolute. Der Kameramann schleimt sich beim Bürgermeister ein. Und wir latschen mal weiter hier lang. Was war das? Da hat's aufgeblinkt. Was haben wir denn hier? Da schauen wir uns aber mal näher an. Superior Laundry, Beleg Nummer J2620. Try the laundry tag. Die Superior Laundry, da waren wir schon mal bei einem älteren Fall
noch beim echten Spiel. Okay. Jetzt wissen wir schon mal, dass hier irgendwas mit der Wäscherei in Verbindung steht. Detective, you seen this yet? Come take a look. Was hat er denn da gefunden? Blew the locker open, but shielded the contents. Let's see what we got in here. Oh, da haben wir aber direkt einen ganz schönen Haufen Sachen. Was ist denn das alles? Tomoko Akamoto. Hört sich japanisch an. Nicholson Galvanisierungsanlage, Forschungsassistentin, Oakland Avenue, Wiltshire. Tomoko Akamoto. Japanese name. Nicholson Electroplating. Research Assistant. Ja. Okay, das hätten wir uns schon mal genauer angeschaut. Was haben wir sonst noch hier in diesem Köfferchen? Any ideas, Herschel? None that I care to utter for public consumption. Sieht aus wie so ein Glöckchen oder sowas. Aber was hat das hier drin verloren? Ah, er steckt sich ein, der Cole Phelps. Das ist außergewöhnlich. Normal legt ihr die Hinweise doch immer wieder hin. Eine Kamera. Spionage. Spionage-Kamera. Oh, stecken also wirklich die Russen oder wer sonst was dahinter? Jemand, der den Vereinigten Staaten im Jahre 1947 schaden will? Und kommt Cole Phelps hier in eine richtig verzwickte Geschichte? Vielleicht bringt das hier Licht ins Dunkle. What is it? A substitution cipher. The Germans used them in the war. These are cipher rings. You know what to do with them? Maybe. I used them in OCS. Bewege zur Auswahl der Verschlüsselungsringe links. The rest of the message should align itself. Jetzt müssen wir hier ein bisschen knobeln. Da ist natürlich was umrahmt worden, rot. HK133 KSBOJLKQXSB. Sollen wir das einfach mal hier eingeben? Probieren wir es doch mal aus mit H. Wie kann ich die denn drehen, diese Scheibe? Das würde mich jetzt mal interessieren. Aha, das ist also die innere. Und hier kann ich die äußere drehen. Dann machen wir hier mal H. So. Und jetzt hier das K, wie es da auch schon so schön geschrieben steht. Ein Gleichzeichen sehe ich gerade nicht. Insofern... Ja. So, und ich glaube, das war's doch jetzt. Wie soll ich denn jetzt die weiteren Sachen eingeben? Ich will gar nicht in die Richtung. Mensch. Genau, K. So. Und was kann ich jetzt hier noch machen? Jetzt habe ich es auf HK gedreht. Das ist schon ein wenig knobelig. Da sind auch Zahlen drauf. Vielleicht gehe ich jetzt einfach mal KS ein. K. Nee, das war ein bisschen zu weit. Nee, ich will das auf K. N, sagt er mir jetzt. Aha! Ich glaube, ich habe es verstanden. Jetzt gehen wir mal auf S. Ein Code. NV. Das ist ja interessant. Das erinnert mich so ein bisschen an Enigma. Die kennt ihr vielleicht noch. Das war ein Dechiffrierungssystem, das von den Nazis im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde, vor allem bei den U-Booten. Wie das jetzt genau funktioniert hat, weiß ich allerdings nicht. Ich glaube, das lief da schon elektrisch über so Maschinen. Ich glaube, das war jetzt nicht so einfach wie mit diesem Ding hier, aber im Krieg wird ja gerne mal was verschlüsselt. Und vielleicht haben wir es gerade deswegen mit einem Spion hier zu tun. Das könnte ja theoretisch sein. Oh.
Okay, J ist der nächste Buchstabe. Ah, hätte ich mal lieber andersrum drehen sollen, aber naja, wir haben ja Zeit. J. L. K. Das ist K, das ist K. Q. Haben wir auch im Petto, das Q natürlich, ist das ganze Alphabet dabei. Vermont, da kommen wir der Sache schon näher. Jetzt das X, dann das S und dann das B. Aha, da doch gerade schon den nächsten Download-Content abgeschlossen zum Download. Und dann können wir den natürlich auch in Kürze spielen. Ein Sittendezernatsfall. Interessant. Da haben wir jetzt schon mal eine Adresse gefunden. Das ist natürlich höchst interessant sogar. Sehr brisant und sensationell. Unser Cole Phelps, der Supercop, hat das Ganze entschlüsselt. Ich gucke mir mal gerade an, ob wir da drin nicht noch was vergessen haben könnten. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Aber da oben können wir ja gar nicht hin. Ich glaube, hier haben wir alles gefunden soweit. Ich würde mir natürlich die Sachen da oben gerne auch angucken. Aber wenn das nicht möglich ist, dann packen wir den Koffer wieder weg. Da, wo wir ihn gefunden haben. Typisch Polizist. Da wird nichts an Beweismaterial gesichert. Im Jahre 1947. Oh, oh. Und hier könnt ihr noch sehen, hier wurde wer erschlagen. Seht ihr da den Arm rausgucken? Ui, ui. Kein schöner Tod, sage ich euch. Ich habe es zwar noch nicht erlebt, wie man hört, aber... Ich stelle mir das sehr, sehr übel vor. Vor allem, wenn man dann auch noch tagelang unter so Trümmern liegen muss und lebt und nicht gefunden wird. Und die ganze Zeit die Hoffnung hat, Mensch, wann werde ich hier endlich gefunden? Und hier sehen wir noch einen Arm. Und eine Bibel. Junk. Müll. Er bezeichnet die Bibel als Müll, der Cole Phelps. Darüber lässt sich jetzt natürlich streiten. Nun gut, ob wir jetzt noch was finden werden. Wir gehen mal Richtung... Da war doch noch eine andere Gabelung oder so. Hier, vorne. Da, da können wir ja auch noch weitergehen. Da schauen wir uns jetzt mal genau um. Was haben wir hier? Da hat gerade irgendwas aufgeploppt. Ich hab doch so ein... Da, ein Schuh! Ein Schuh. Hat erstaunlicherweise mal nichts mit dem Fall zu tun. So, was haben wir jetzt hier noch rumfliegen? Hey, Detective! I think I got something here. Sehr gut, Officer. Was zur Hölle ist das? Any idea what this is? Very large head cup? A Viking helmet? How would I know, Phelps? I put them back together. Looks to me like some kind of machine component. An airplane part, maybe. Sie haben eine Trophäe verdient, immer der Nase nach. P and W. W-A-S-P, Major R. Ja, bla bla bla. Scheint irgendwas von einem Flugzeug zu sein. Vielleicht so eine Spitze oder sowas, wo der Propeller dranhängt. Ich weiß es nicht genau. So, ich glaube, hier haben wir jetzt alles sogar gefunden. Die Musik ist weg. Und wir scheinen hier jegliche Hinweise gefunden zu haben. Und der brisanteste war natürlich dieser Spionagekoffer. Und das bedeutet, hier hat es vielleicht irgendwas mit dem Anschlag zu tun, hier die ganze Geschichte. Aber vielleicht war es auch einfach nur eine Kamera, die nicht mal für Spionagezwecke eingesetzt wurde. Vielleicht können wir hier noch mit jemandem reden. Reden, vielmehr. Hallo, mein Name ist Cole Phelps. Der will offensichtlich nicht mit uns reden und hier die Jungs haben auch Besseres zu tun, als uns irgendwelche Informationen zu liefern. Insofern machen wir uns jetzt hier mal wieder vom Acker.
Mit dem Gerichtsmediziner können wir hier auch nicht quatschen. Mit ihm auch nicht. Die sind alle zu sehr in ihren Fall vertieft. Dabei haben wir ja die ganzen tollen Sachen jetzt gefunden. Und nicht die. I'm Fred Nicholson. This is your place? What's left of it? 32 years of work up in smoke. Fred Nicholson, Augenbrauen, Alter 56, Haare braun, männlich, Eigentümer der Nicholson Galvanisierungsanlage, die jetzt keine mehr ist. Explosion der Nicholson Anlage. Can you tell us what happened here? Our chief chemist Harold McClellan was using this area to test the new process. What exactly is this new process? That's classified information, son. Gucken wir uns ihn mal genau an. Am besten ist es ja immer, was haben wir denn hier noch für Beweise theoretisch? Wäschereizettel, Spionage, Kameraspionage, entschlüsselte Nachricht, Flugzeugteil. Er blinkt ein bisschen oft, er zwinkert ein bisschen oft, aber ich glaube, ich zweifle an, was er sagt. Der Mr. Nicholson. A lot of people died here, Mr. Nicholson. I'm prepared to go to the press and tell them it was your fault. What is the new process? A way to chemically polish aluminum. It's traditionally done by hand. It's extremely labor-intensive. The process could be worth millions. Na, das ist natürlich auch ein Grund für Spionage oder ähnliches. Verbleib von Okamoto. Who is Tomoko Okamoto? Dr. McClellan's personal assistant. She came highly recommended. Ja, sie kommt sehr empfohlen, aber sie hat auch eine Spionagekamera dabei. Vielleicht sollte die ja was für den Mr. Nicholson rausfinden. Ich weiß jetzt nicht, ob es logisch ist, aber ich glaube, der lügt. Der zappelt auch so rum. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nochmal anzweifeln kann. Spionage. Die in den Ruinen gefundenen Beweise deuten auf mögliche Spionage hin. Deuten sie eindeutig. Spionagekamera. Vielleicht bezichtigen wir ihn mal der Lüge. Okamoto was involved in industrial espionage. Was she working for you or for a foreign government? That's a ridiculous assertion. How can you possibly say she was a spy? Naja, wir haben diese Spionagekamera gefunden. Oder müssen wir hier Spionage angeben jetzt? Hier Spionagekamera. How many of your other employees carry spy cameras in their handbags? Jesus, Mary and Joseph, she was selling me out. If she wasn't a foreign spy, who could she have been working for? There could be other plating companies, but the big customers for the process are the aircraft manufacturers. Lockheed, Boeing, Hughes, North American. Da wollen wir ihm mal glauben, dem alten Fred. Verbleib von McClellan. What can you tell us about McClellan? A brilliant chemist. He approached me a few months ago with the idea for the new process. So no one has ever done this before? No, but it's legitimate research. Na, 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 Fred. Da erzählt uns aber wahrscheinlich auch wieder nicht ganz die Wahrheit. Also er guckt nicht gerade streng geradeaus, wie man es normal macht, wenn man denn die Wahrheit sagt. In diesem Spiel zumindest. Haben wir noch einen Hinweis? Ich glaube nicht. Deswegen, komm, wir zweifeln es einfach nochmal an, wir alten Spürnasen. So you thought McClellan could do what no one else could do. You were prepared to take that risk. Look, he is a... was a trained chemist. And his ideas could revolutionize electroplating. And you would be rich. I'm a businessman. What's wrong with turning a buck? You blew up 6 blocks! God knows how many people are dead. I regret that. That's laudable. We'll be in touch, Mr. Nicholson.
Can you send us Dr. McQuillan and Miss Akamoto's personnel files? I will if I can find them. By the way, we also found the collar of a shirt. It has a laundry tag. They're likely to be Dr. McQuillan. And the majority of people who work here don't use a laundry service. Na, da haben wir doch einiges rausgefunden hier am Tatort. Mr. Nicholson hatte auch ein wenig zu verbergen hier, der Geschäftsführer dieser Galvanisierungsfabrik. Und im Verdacht stehen natürlich McLellan und die Japanerin Okamoto.